Hallo, meine Lieben. Ja, ich muss mich bei euch entschuldigen für den Ausraster vom letzten Donnerstag. Also das war Episode 48. Das war nicht okay. Entschuldigung. Ja, da soll mal einer sagen, ich könnte mich nicht entschuldigen. Das ist doch nur Unsinn, ne? Könnt ihr euch vorstellen? Die wollen mir jetzt den Beichtcontainer zumachen, ja? Nix mehr, aus, kein Container mehr. Wolfgang geht stempeln. Meine Verdienste um die Sünde, also um die Beichte, nix wert. Tja, der Pater Paul, ne? Der geht über Leichen, aber ich soll zu Kreuze kriechen, wo die doch genau wissen, dass das mit mir nicht zu machen ist. Ich bin Wolfgang und kein alter dahergelaufener Hund, dem man irgendwie Hackfleisch in Fressen abhaut. Ich habe Zähne und die beißen und wie? Und die Vorwürfe, die mir die um die Ohren hauen, die zerreiße ich doch in der Luft. Also, ich würde trinken, hätte Affären und zwar mit Frauen. Ich sei egoistisch, habgierig, arrogant, dumm, verlogen und selbstverliebt. Also, hallo, das ist doch wohl die Höhe. Ich und selbstverliebt? Freunde, schaut euch mal Pater Paul an. Wenn man selbstverliebt sehen will, der mit seiner Rolex, aber der tut er immer so bescheiden. Wer hat denn eine Affäre mit Frau Werner, ne? Ich doch nicht mehr, also schon, jedenfalls schon lange nicht mehr. Das ist doch vergessen und vergeben. Aber die alten Typen da, die vergessen ja nicht, ne? Und jetzt verlangen die, dass ich mich bei denen in aller Form entschuldige. Das fordern die von mir. Aber was meint ihr? Ich meine, soll ich klein. Ich kann nicht klein beigeben. Also ich finde, dass ihr mich da in dieser Sache unterstützen sollt. Ihr müsst einen Sturm der Entrüstung lostreten. Auf Facebook, auf YouTube, auf Twitter. Zeigen wir denen den virtuellen Stinkefinger. Rettet den Beichtcontainer. Ich bin Wolfgang, der Mann für die Sünde.